Jetzt sind wieder einige Tage vergangen und ich habe schon wieder etwas geschafft. Also, ich zeige euch das mal. Als erstes habe ich die Ölwanne demontiert, um da eine neue Dichtung reinzumachen. Schön, jetzt kann man das mal so sehen. Licht. So. Was man ja sonst auch nie so sieht. Dann macht man schon mal die Ölwanne ab. Dann hier schon ein neues Motorlager. Das war nicht mehr so schön. Und dann natürlich auch für die Beifahrerseite 1. Auch schon eingebaut. Und die neuen Spurstangen sind schon gekommen. Die konnte ich dann auch direkt einbauen. Mal schauen hier. Einmal an der Beifahrerseite. Da haben wir sie schon, da kann man sie gut sehen. So, die neue Spurstange schon mal grob eingestellt. Habe ich die alte als Maß genommen. Spur einstellen muss ich eh. Aber so für die ersten paar Meter zu fahren geht's. So, hier noch an der Fahrerseite. Ja, also die sind schon mal drin. So, heute möchte ich die Ölwanne wieder montieren. Hier, die habe ich jetzt einmal schön lackiert in Schwarz, seidenmatt. Und dazu die neue Dichtung. Ich habe jetzt die von Elring genommen. Da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, das schmiere ich jetzt alles mal ein. Mache die Auflagenflächen nochmal sauber. Und dann kann die dran geschraubt werden. Ich konnte es nicht lassen. Und habe den nächsten Schritt schon gemacht. Die Stoßdämpfer hinten ausgebaut. Ah, nee. Noch mehr Arbeit. Ja, das sind die alten Dinger. Sieht noch okay aus, aber halt auch alles verdreckt und verrostet so ein bisschen. Ja, nur die Stoßdämpfer, die sind nichts mehr. Die sind weich wie sonst was. So, hier einmal ausgebauter Zustand. Ein leerer Radkasten. So, da oben kommt das Federbein rein, der Stoßdämpfer wird dann von innen verschraubt. Hier die Hinterachsaufnahme. Kann man das sehen? Das werde ich alles auch noch sauber machen. Mal ein bisschen Rostumwandler drauf, dass das ein bisschen schön wieder geschützt ist. So, dann einmal noch auf der Rückseite. Ach, Rückseite auf der anderen Seite. Vorbei an der Rückseite. Ja. So. Auch hier. Ja. Ja, wie gesagt, werde das einmal alles etwas sauber machen. Dann kommen die Federn noch zum Sandstrahlen und ja, Stoßdämpfer habe ich schon da. Dann muss ich noch die Federbeinlager da bestellen, die kleinen und ein paar neue Schrauben in Edelstahl.
weil die musste ich schon teilweise heiß machen. Die habe ich so gar nicht mehr abbekommen. Ja, machen wir Edelstahl rein. Die sollten dann nicht mehr rosten. Und bleiben immer schön sauber und blank. Gut, ich mache jetzt mal Feierabend für heute. Morgen werde ich, wie gesagt, die Radhäuser mal säubern. Mal ein bisschen verschönern hier. Und die Bremstrommel wollte ich eigentlich auch mal zum Sandstrahlen geben, aber ah, Thema Bremse mache ich ein andermal. Nun ist wieder einiges an Zeit vergangen und ich habe es geschafft, was ich als nächstes vorhatte, und zwar die Ölwanne zu montieren. Schön mit einer neuen Dichtung. Neu lackiert. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Da hinten das Blech wieder dran. So sieht das auch schon mal wieder gut aus. Und ich habe sogar noch mehr geschafft. Und zwar habe ich mich an die Hinterachse begeben. Alles ausgebaut, wie man sieht. Und auch schon sauber gemacht. So, haben wir schon mal alles mit Brunox eingerieben, ein Rostumwandler. Und dann machen wir das danach wieder schön schwarz, damit das auch wieder was nach aussieht. Ja. So, hier auch die Hinterachsaufnahme. Man sehen kann. Top in Ordnung. So, das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, also hier genau dasselbe Spiel. Auch hier die Hinterachsaufnahme. Super in Schuss. Ja, das heißt, wenn jetzt die Teile vom Sandstrahlen zurückkommen, die ich brauche, kann ich alles wieder zusammenbauen. Natürlich mit neuen Teilen. Die sandgestrahlten Teile sind da. Lass mal gucken. Sind sie. Hier die Federbeine. Sehr schön. Sind recht gut geworden. Kann man sogar die Nummern wieder lesen. Hier, das sind noch Teile von der Gartenbank von Marcel. Die interessieren uns jetzt nicht so. Hier der Stabi. Wunderbar. Hier die Federn. Federbein. Von der Gartenbank.
hier noch diverse Kleinteile. Hier die Bleche von der Bremse. Federauflagen oder Domlager. Boah, die sind ja echt super geworden. Bremssattelhalter. Befestigungsschellen der Gummis für stabil. Richtig gut geworden. Wunderbar. Und die Muttern für die Stoßdämpfer oben. Ja, super. Ja. Und das Hauptteil natürlich den Axtträger. Aber der ist richtig gut. Richtig gut geworden. Na ja, jetzt mache ich die Teile mal alle sauber. Und dann können wir die auch schon behandeln. So, sind die Teile auch schon mal grundiert. Meine Sachen von dem Audi, die habe ich auch schon gemacht. Wollen wir mal gerade reingehen. Nämlich schön im warmen Heizungskeller. Damit die schön durchtrocknen können. So, machen wir mal Licht an. Tada-da. So, hier ist alles. Also, Kleinteile habe ich schon. Hier die Federn sind schwarz lackiert, das sind die Standardfedern. Und alles andere ist schon mal gegen Rost behandelt worden. Die vorderen Federn, die kleinen Teile, hier die Federbeine und der Stabi. So, jetzt kann das, heute ist Freitag. Schön übers Wochenende durchtrocknen. Montag können wir dann die Grundierung drauf machen. Ja, wieder viel geschafft, hätte ich ja nicht gedacht. So, und ich habe mich in der Zeit schon an den Axtträger begeben. Und habe da tatsächlich schon zwei Gummibuchsen rausbekommen, ohne die Presse. Also zum einen diesen hier. Und hier auf der anderen Seite. Also einfach mal ein bisschen heiß machen und ein paar Hammerschläge, dann kamen die schon raus. Hat man auch nicht immer. Ich kann es ja mal zeigen. Hier ist einmal das neue Teil und hier zum Beispiel das alte Teil. Das hat sich jetzt durch das Schlagen von dieser Seite etwas reingeschoben, dass das da oben ein bisschen rausgekommen ist. Deswegen sieht das so ungleich aus. Und hier, der ist zum Beispiel von der anderen Seite gewesen. Da war ja nur noch der Kranz hier drin. Ich habe an dem Rand ein bisschen weggekloppt. Und dann fiel er schon raus. Ja, jetzt müssen wir nur probieren, also von der anderen Seite, die schön wieder da reinzumachen, die Buchsen. Dann hätten wir das schon erledigt. Dann kommen noch die zwei anderen dran. Oh, boah, die sehen ja eigentlich richtig gut aus. Also, ja.
Aber wie gesagt, ich habe jetzt alles draußen und habe die Teile auch schon da. Darum werde ich das alles schön mal mitmachen. Jetzt muss ich nach einiger Zeit das Ganze wieder ausbauen. Ne, das wäre Quatsch. Also mache ich das alles auf einmal. So, hab wieder ein bisschen was geschafft. Das ist der Axtträger mit neuen Gummis versehen. War ja der eine kaputt. Ja, wurden einmal alle getauscht. Dann schon mal mit Rostschutzgrundierung eingeschmiert. Bevor dann nachher die richtige Grundierung und der Lack drauf kommen. Ja, und die anderen Teile habe ich auch schon weiter bearbeitet. Ach, komm her. So, und zwar gehen wir dann mal wieder in den Heizungskeller. Jo, ja, wie ihr seht, ist die Rostschutzgrundierung überall drauf. Kann das hier schön trocknen. Hier ist es etwas wärmer wie draußen. Deswegen habe ich mir gedacht, tu das mal alles schön hier rein. Dann ist das schon besser und trocknet auch schneller. Aber ich muss sagen, ist echt gut geworden. Ja, das war so der kleine Zwischenbericht. Wollte ich euch gezeigt haben. Es ist wieder ein Tag vergangen und ich habe wieder etwas geschafft. Die Teile sind jetzt lackiert, hier die Federbeine schön im Schwarz. Ich weiß, hier haben wir nicht das beste Licht, aber die Bremssattelhalter sind auch fertig. Oben hier die Domlager, die Stützen, Standardfedern. Ja. Und die Spritzbleche für die Bremse, die habe ich doch neu bestellt, weil die waren schon durch. Wo sind die durch? Ah, kann man jetzt nicht so gut sehen. Deswegen habe ich nochmal neu bestellt. Und der Stabi weiß ich noch gar nicht, in welcher Farbe ich den lackieren möchte. Auch entweder in Schwarz oder vielleicht sogar in Rot, so wie die Federn sind. Ein bisschen abgesetzt. So, und dann zeige ich euch noch den Axtträger. Der ist jetzt auch mit Korrosionsschutz behandelt und liegt hier auch dann soweit fertig, dass er morgen dann lackiert werden kann. Ah, super. So, und dann noch was Schönes. Eben ist Post gekommen. Meine neuen Federn sind da. Da bin ich schon ganz gespannt. Dazu mache ich ein extra Video. Zeigen wir das mal, wenn wir die auspacken. Ja, die kommen auf jeden Fall in den Audi.